Einen wunderschönen guten Abend. Wir reagieren jetzt auf Heiner Flassbeck, der bei Mission Money zu Gast war. Thema war die politische Lage in Deutschland sowie das absolute Versagen von Bundesregierung, EU-Kommission und EZB, die sich weigern, die wirtschaftlichen Realitäten anzuerkennen. Was genau schiefläuft, das wird uns, wie gesagt, gleich Heiner Flassbeck erklären. Robert Habeck hat bei seinem Jahreswirtschaftsbericht, der nicht so wahnsinnig dolle ausfiel, und dann musste ja die Prognosen unternehmen, Deutschland, das wird wohl nichts mit großem Wachstum in diesem Jahr, will jetzt einen Reformierer auf den Weg bringen. Das ist es, was wir brauchen, und vor allem brauchen wir mehr Wettbewerbsfähigkeit. Das klingt doch nett, oder? Ja, das klingt, ich habe das in einem Beitrag auf meiner Seite Relevante Ökonomik gerade geschrieben, das klingt wie vor, ich bin ein alter Mann, deswegen ich kann mich gut erinnern, wie vor 40 Jahren, vor 40 Jahren klingt das und wie vor 20 Jahren, das klingt immer gleich, wenn Sie kein Geld haben, wenn kein Geld da ist, dann macht man Reformen, dann verbessert man die Wettbewerbsfähigkeit. Nur dummerweise sind wir extrem wettbewerbsfähig in Deutschland und wir kommen nachher noch drauf, wir werden gerade durch die Lohnentwicklung noch wettbewerbsfähiger wieder. Aber also insofern kann man nur sagen, da müssen die Nachbarn müssen in die Schützengräben. Wettbewerbsfähig zu Lasten unseres Binnenmarktes, das sollte man an der Stelle immer dazu sagen. Deutschland hat den inländischen Konsum runtergefahren, Deutschland hat die Löhne gedrückt, dadurch dem Binnenmarkt geschadet, aber international an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen. Das ist mehr oder weniger die deutsche Strategie in den letzten 25 Jahren gewesen, Wachstum zu erzeugen. Und diese Strategie wird unter der Ampelregierung jetzt in noch verschärfter Form weitergefahren. Diese Strategie geht mit einem relativ geringen und rein exportgetriebenen Wachstum einher. Das sollte man immer dazu sagen. Das ist keine nachhaltige Strategie. Wettbewerbsfähigkeit an sich ist nichts Positives. Wettbewerbsfähigkeit heißt nur, dass man ja billiger seine Produkte anbieten kann als andere, aber wenn man seine Produkte eben so billig anbieten kann, wenn man seine Arbeiter so schlecht bezahlt und die sich dann die eigenen Produkte nicht leisten können und dementsprechend der Binnenmarkt hinter der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zurückbleibt, und das ist in Deutschland schon seit einem Vierteljahrhundert der Fall, dann geht das langfristig eben mit geringen Wachstumsraten einher. Die müssen in die Deckung gehen, wenn Deutschland wieder anfängt, Reformen. Danke, Carsten C-Fan, für das Abo. Reformen zu machen. Ich meine, es ist vollkommen klar, es hat, unter Kohl hat es, die Reformen waren, das war alles Show. Aber was funktioniert hat, damals hat die D-Mark stark abgewertet unter Kohl in den 80er Jahren. Ne? Die hat sehr stark abgewertet und dann hatte Deutschland einen Exportboom und hatte hohe Leistungsplatzüberschüsse, bis die Amerikaner dann dazwischen geschlagen haben und den Deutschen das verboten haben sozusagen und der Dollar wieder runterging. Aber und in den vor 20 Jahren war es die rot-grüne Koalition, die auch Reformen gemacht hat, weil sie kein Geld hatte, weil sie nicht wusste, was sie sonst machen sollte. Und dann haben sie wieder die Wettbewerbsfähigkeit erhöht und es hat tatsächlich funktioniert. Der deutsche Leistungsbilanzüberschuss in der Währungsunion ist dann dramatisch in die Höhe gegangen und der ist heute noch hoch. Ne? Wir haben jetzt gerade die Zahlen gekriegt für das vergangene Jahr. Auch im vergangenen Jahr ist der deutsche Leistungsbilanzüberschuss wieder 280 Milliarden. Das sind fast 7% vom Bruttoinlandsprodukt. Das ist nicht nur ein Verstoß gegen alle europäischen Regeln, wo man höchstens 6% haben darf, was auch schon fragwürdig ist, aber 6% offiziell darf man haben. Deutschland ist deutlich drüber und die Regierung erwartet für diesmal noch eine Erhöhung. So, was wollen wir jetzt machen? Jetzt wollen wir nochmal Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Und was dann? Dann kriegen wir nicht 7% Leistungsbilanzüberschuss, sondern 12% oder so. Dann kann ich Ihnen sagen, was passiert. Dann ist es nämlich furchtbar einfach. Dann kommt Donald Trump an die Macht. Und er wollte das ja das letzte Mal schon machen in den USA, dann haut er den Deutschen so auf den Sack, die sind ja inzwischen unser größter Handelspartner, und sagt, ihr habt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Hat er dann. Ja, und völlig zu Recht. Also die Europäische Union, beziehungsweise in erster Linie die Eurozone, gar nicht mal die gesamte EU, sondern vor allem die Eurozone, hat das deutsche Modell des Lohndumpings und des exportgetriebenen Wachstums notgedrungen kopiert. Deutschland hat sein eigenes Wachstumsmodell, was für so eine riesige Volkswirtschaft wie Deutschland an sich schon relativ unnachhaltig ist, jetzt auf die gesamte Eurozone exportiert. Auch alle anderen Eurozonenländer versuchen jetzt ihre eigenen Löhne zu drücken. Die EZB, also was heißt die EZB? Die freien Devisenmärkte, so kann man das jetzt mal umschreiben, die sorgen für einen relativ schwachen Eurokurs, der diesen Exportboom sogar noch stützt.
Das ist alles nicht sehr nachhaltig. Da bräuchte es international Währungskoordination, um solche großen Leistungsbilanzüberschüsse dauerhaft zu vermeiden. Und wenn es solch eine Währungskoordination nicht gibt, dann braucht es da Protektionismus seitens der Defizitländer. Und genau das könnte eine Regierung Trump in den USA, die nicht so sehr hinter dieser liberalen Freihandelsideologie steht wie die Regierung Biden, dann tatsächlich umsetzen. Und damit wäre diese Regierung Trump dann definitiv im Recht. Also die USA haben in den letzten Jahrzehnten eine große Deindustrialisierung bei gleichzeitiger Aufblähung des Finanzsektors erlebt. Und das hat eben mit dieser stark negativen Leistungsbilanz und dem andauernd überbewerteten Dollar zu tun. Und da kann die US-Regierung jetzt zwei Dinge machen. Entweder sie wertet den Dollar ab, wie Regierung Reagan das vor ein paar Jahrzehnten schon mal in einem international festgelegten Abkommen gemacht hat, oder sie setzt auf Schutzzölle. Und eins von beiden wird auf jeden Fall passieren, also wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit passieren, wenn Trump an die Macht kommt. Damals schon gesagt, Trump hat gesagt, the Germans are bad, very bad, weil er gesagt hat, die mit ihren riesen Überschüssen, und wenn wir nochmal erhöhen, es ist vollkommen unmöglich, und auch in Europa, die Länder werden verrückt werden, was soll denn Frankreich machen, die sind dann völlig gefangen, auch Italien, es ist vollkommen unmöglich, man konnte das 2000 nochmal machen. Und das konnte wirksam sein bis 2020, weil man dazwischen die deutsche Vereinigung hatte, wo der deutsche Leistungsbilanzüberschuss total verschwunden ist. Der ist sogar negativ, ins Negative gegangen, in Defizit. Da konnte man das nochmal machen. Aber jetzt auf einen Überschuss von 7% kann man nicht nochmal die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Das ist vollkommen absurd. Mhm. Aber man, sagen wir mal, im Allgemeinen sagt man doch, die Agenda 2010, von der hatten wir es jetzt gerade eben. Dazu kommen wir jetzt gleich. Agenda 2010 ist genau das Thema, was wir gerade hatten. Dazu kommen wir gleich. Jetzt nochmal eine ganz kurze Pause. Ist jetzt für die im YouTube-Video nervig, aber ich trotzdem mal der Streit Dekadent Proletopia. Ich habe gerade mal kurz in den Stream von Proletopia reingeschaut. Benachrichtigt mich mal hier im Chat über die neuesten Entwicklungen da. Ich möchte sehen, was da passiert ist. Also anscheinend hat Dekadent jetzt ja auf die Vorwürfe seitens Proletopia geantwortet. Zurück zur Agenda 2010 und zum deutschen exportgetriebenen Wachstum. Allgemein sagt man doch, die Agenda 2010, von der hatten wir es jetzt gerade eben, war doch ein großer Erfolg für uns. Danach hatten wir doch wirtschaftliche Prosperität, das ist doch das, was wir wollen. Ja, für Deutschland, aber zulasten der anderen, eindeutig zulasten der anderen. Wir können die anderen nicht dauernd niedermachen. Und zulasten des deutschen Binnenmarktes. Deutschland hatte im internationalen Vergleich, wenn man das mit ähnlich reichen Industrieländern wie beispielsweise den Vereinigten Staaten vergleicht, keine sonderlich hohe. Also dieses exportgetriebene Wachstum hat zwar unsere Exportindustrie aufgebläht, aber es hat gleichzeitig dafür gesorgt, dass der inländische Konsum überhaupt nicht gestiegen ist. Es hat uns einseitig abhängig vom Weltmarkt und von den Märkten unserer europäischen Handelspartner gemacht. Das ist ja keine nachhaltige Politik. Erstmal macht man sich abhängig davon, dass die anderen eben weiter auf Freihandel setzen und nicht protektionistisch handeln. Oder man macht sich zudem noch abhängig davon, dass die Konjunktur dort gut läuft. Das heißt, eine Krise in der Weltwirtschaft, die schlägt auf Deutschland besonders heftig durch. Das hat man während der Corona-Krise gesehen und das hat man während der Finanzkrise gesehen. Ich meine, man kann auch Erfolg für sich selbst haben, aber man kann nicht Erfolg dauernd zulasten der anderen haben. Das ist unmöglich. Wettbewerbsfähigkeit heißt, ein anderer verliert Wettbewerbsfähigkeit. Wettbewerbsfähigkeit ist ein relatives Konzept. Wir können alle zusammen reicher werden, wir können alle zusammen produktiver werden, aber wir können nicht alle zusammen wettbewerbsfähiger werden. Wird immer nur einer wettbewerbsfähig und die anderen verlieren an Wettbewerbsfähigkeit. So, die machen wir dann fertig. Und das geht halt nicht beliebig. Man kann nicht beliebig die anderen fertig machen, die Handelspartner. Das ist am Ende. Und das ist ein großer Irrtum zu glauben, man kann heute mit der gleichen Politik wie 2002, 2003 erfolgreich sein. Mhm. Aber es klingt doch jetzt erstmal doch nicht verkehrt, wenn man jetzt als Regierung hingeht und sagt, naja, lass doch mal versuchen, unser Land für die Wirtschaft attraktiver zu machen. Für Investitionen, private, durch. Das Land für die Wirtschaft attraktiver zu machen und die Wettbewerbsfähigkeit steigern, ist nicht das Gleiche. Die Wettbewerbsfähigkeit steigern heißt, wir machen unsere Exportindustrie in Exportindustrie anderer Staaten wettbewerbsfähiger. Das Land für Investitionen attraktiver machen kann auch bedeuten, den Konsum zu erhöhen und den Binnenmarkt zu stärken. Also das sind nicht die gleichen Sachen im Sinne von für Wirtschaftswachstum sorgen und die Exportwirtschaft ankurbeln. Die Exportwirtschaft haben wir in Deutschland durch Lohndumping,
in den letzten 25 Jahren sehr, sehr stark angekurbelt. Aber der Binnenmarkt, der ist dabei zurückgeblieben. Und jetzt wäre es eigentlich Zeit dafür, dass eine deutsche Regierung auf ordentlich steigende Löhne setzt, auf ordentlich steigende Staatsausgaben und damit einen Wachstumsboom entfesselt. Aber genau das will die Ampel nicht. Die Ampel setzt stattdessen auf Sparpolitik, was, wie gesagt, langfristig der Exportindustrie zumindest teilweise zugutekommen könnte, was aber jetzt ganz akut die Rezession verschärft und den Binnenmarkt immer weiter absaufen lässt. Und Teile der deutschen Exportindustrie, die wandern ja auch gerade ab. Nicht, weil unsere Löhne zu hoch wären, sondern weil die Energiepreise zu hoch sind. Und das ist tatsächlich ein problematischer Verlust an Wettbewerbsfähigkeit, weil dadurch, dass wir mehr für Energie zahlen, ja nicht der Konsum in Deutschland steigt, sondern nur unsere Zahlungen ans Ausland steigen und gleichzeitig unsere Wettbewerbsfähigkeit erodiert. Wenn man höhere Löhne seinen eigenen Arbeitern zahlt und die dann mehr konsumieren, dann leidet darunter zwar die Wettbewerbsfähigkeit, aber die Wirtschaft muss gar nicht leiden. Die Wirtschaft kann durch einen stärkeren Binnenmarkt davon sogar profitieren. Man sollte, also jedes Land sollte sich hier, das sollte eigentlich das Maß aller Dinge sein, an seine eigenen Verhältnisse anpassen. Das heißt, es sollte ungefähr so viel produzieren, wie es konsumiert. Also Deutschland sollte nicht einen Leistungsbilanzüberschuss von 7, 8, 9% des Bruttoinlandsproduktes haben, sondern Deutschland sollte versuchen, einen Leistungsbilanzüberschuss von 0 zu haben. So wie alle anderen Länder der Eurozone auch und so wie die Eurozone als Ganzes. Ein solch riesiger Handelsraum von vielen, vielen Industrienationen, der sollte versuchen, möglichst ausgeglichene Leistungsbilanz zu haben, um sich gegenüber dem Rest der Welt erstmal nicht zu verschulden und um andererseits nicht immer mehr Vermögen aufzubauen und eben den Binnenmarkt schleifen zu lassen. Hohe Leistungsbilanzüberschüsse sind ein Anzeichen eines schwächelnden Binnenmarktes. Das kann man nicht häufig genug betonen. Unternehmen, die dann sagen, hier da investiere ich und baue ein Unternehmen auf oder expandiere von hier in die Welt, das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Nein, da bin ich absolut dafür, nur nicht zulasten der anderen, wenn man das selbst macht. Man kann ja, Deutschland ist ja die große Wirtschaft, wir können unsere Investitionen beleben. Wir haben inzwischen nur leider im Moment eine gewaltige Investitionsbremse, kommen wir ja auch noch dazu, namens EZB, das ist die Investitionsbremse. Die zu überspielen ist unglaublich schwer. Und die zweite Investitionsbremse ist, dass der deutsche Staat sich einbildet, sage ich mal, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, dass er kein Geld hat. Also in der Verfassung steht, du deutscher Staat sollst jetzt kein Geld haben. Also meine, das ist eine komische Verfassung, aber das ist man auch selbst schuld. Und wenn man das alles wegnimmt, wenn man macht wie die Amerikaner haben Geld, die geben Geld aus wie verrückt und die haben ein irres Wachstum, die haben Vollbeschäftigung. Also da müssen wir einfach was von lernen. Wir sind eine große, Europa insbesondere, Europa ist eine große geschlossene Volkswirtschaft und die kann sich nicht verhalten wie die kleine Schweiz oder irgendein Pipi-Land, das sagt, ich verbessere jetzt mal meine Wettbewerbsfähigkeit und was die anderen machen, ist mir scheißegal. Ob Frankreich den Bach runtergeht, ist mir scheißegal, wenn Italien, das können wir einfach nicht. Das ist in unserem eigenen Interesse, ist das verrückt. Ne? Aber was ist die Alternative? Also ich meine, jetzt ist ja eben, wie gesagt, die Wettbewerbsfähigkeit in dem Sinne soll ja mal hier und da ein paar Steuererleichterungen geben, die natürlich querfinanziert sind. Auch das ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Also das, was Flassbeck hier gerade als unrealistisch beschreibt, das hat die Eurozone in der Vergangenheit tatsächlich gemacht. Also die Eurozone als Ganzes finanziert ihr Wachstum zu einem Leistungsbilanzüberschüssen. Das ist, für so einen großen Währungsraum extrem problematisch, da sich dann erstmal Länder auf der anderen Seite der Welt dafür verschulden müssen, da sie dafür ins Defizit gehen müssen, also beispielsweise die Vereinigten Staaten oder Schwellenländer auf der anderen Seite der Welt, die sich Fremdwährungsschulden eigentlich überhaupt nicht leisten können. Also wenn ihr von so Währungskrisen in der Türkei, in Argentinien, in Sri Lanka hört, dann hängen die auch mit den Überschüssen von Industrieländern zusammen oder ja, Eurozone ist ja nicht mal ein Land, das ist ja eine ganze Gruppe von Ländern, die kollektiv auf Lohndumping setzen, die kollektiv ihren Binnenmarkt abschmieren lassen, um ihre Exportindustrie zu fördern. Und wie gesagt, dass die Schweiz, die Eurozone oder Japan so eine Politik machen, das führt mittelbar dazu, dass es in Schwellenländern zu Währungskrisen kommt. Also das bringt zusätzliche Instabilität in die Weltwirtschaft und führt zu Verschärfungen oder sogar zu neuen Auslösungen von Finanzkrisen. Das muss man sich immer klar machen. Also wenn man solche Ungleichgewichte provoziert, und das macht die Eurozone und hier ganz insbesondere Deutschland, dann sorgt man dafür, dass Krisen häufiger werden. Wenn man der Wirtschaft etwas mehr Raum gibt. Nein, das funktioniert nicht. Alles, was man gegenfinanziert, schadet wieder der Wirtschaft. Jeder Euro, den man gegenfinanziert, der wird den Unternehmen wieder weggenommen. Ne? Man, die, man
das begreifen die Leute nicht. Erstaunlicherweise, das Schöne ist, die Liberalen oder die Libertären, was es da alles gibt, die begreifen am wenigsten, wie die Marktwirtschaft funktioniert. Marktwirtschaft ist ein System, wo die Unternehmen das Residualeinkommen, nennt man das, das Resteinkommen bekommen, von dem, was überbleibt, wenn alle Verträge abgegolten sind. So, und dieses Resteinkommen heißt, wenn der Staat den Unternehmen die Steuern senkt, ist aber gegenfinanziert, dass die Gegenfinanzierung wieder voll zu Lasten der Unternehmen geht, denn da fällt Nachfrage weg. Er kann den Leuten das Bürgergeld kürzen oder so. Was machen die Leute, wenn sie weniger Geld haben? Sie fragen weniger Güter nach. Wem schadet das, wenn weniger Güter nachgefragt wird? Den Unternehmen, wem denn sonst? So, was ist dann? Die Gegenfinanzierung macht das Eigentliche kaputt, nämlich die Steuersenkung. So, es bringt nichts, man kann nichts gegenfinanzieren. Das Einzige, was hilft, was man machen kann, ist Schulden zu machen. Wenn man das nicht will und kann, weil man eine verrückte Verfassung hat, dann muss man leiden. Dann muss man leiden oder man lässt das Ausland Schulden machen. Also das hat Deutschland ja in den vergangenen 25 Jahren gemacht. Wir haben immer mehr Güter verkauft, als wir gezogen haben, und so haben sich die Staaten im Ausland verschuldet, also zuerst im Euro-Ausland und jetzt, seitdem die Eurozone als Ganzes Leistungsbilanzüberschüsse macht, die im außereuropäischen Ausland. Also wie gesagt, Schwellenländer auf der anderen Seite der Welt, also Staaten, die sich das eigentlich noch viel weniger leisten können, als wir, sich zusätzlich zu verschulden. Die machen jetzt die Schulden dafür, dass hier die Wirtschaft wächst. Goldenen Wege. Man kann auch mit der EZB reden, das müsste man sowieso tun. Ich meine, man müsste in Europa eine ganz andere wirtschaftspolitische Debatte haben, dann würde man sehen, dass die EZB einen irrsinnigen Fehler macht und gemacht hat. Aber es gibt nicht einfach so ein Mittelchen, das ich aus der Tasche ziehe und sage, mit dem putsche ich jetzt die deutsche Wirtschaft hoch. Das gibt es einfach nicht. Wir kommen gleich noch auf die Details, aber die spannende Frage ist ja immer, die uns ja seit Jahren umtreibt, auch gerade mit Ihnen, ist, warum haben wir keinerlei Wirtschaftsdebatte? Es schreibt gerade einer im Chat, das Problem an der Eurozone ist, dass das zwar eine finanziell einheitliche Zone ist mit derselben Währung, die Wirtschaftsleistung der Länder aber sehr unterschiedlich ist. Nein, das ist nicht das Problem. Ein Land mit einer hohen Produktivität, das kann sich hohe Löhne leisten, und ein Land mit einer niedrigen Produktivität kann sich niedrige Löhne leisten. Wenn die Länder der Eurozone ihre Lohnpolitik aufeinander koordinieren, dann wäre es überhaupt kein Problem, dass es wirtschaftlich schwache Länder gäbe und wirtschaftlich starke Länder. Die schwachen Länder würden einfach geringere Löhne zahlen. Die würden sich an ihre schlechteren Verhältnisse anpassen. Aber da man so eine Koordination nicht hat, steigen die Löhne in einzelnen Staaten wie Griechenland beispielsweise oder wie Italien zu stark. Und in anderen Staaten, die setzen eben bewusst auf Lohndumping, wie beispielsweise Deutschland oder die Niederlande, dort steigen sie zu schwach. Das heißt, die deutsche und die niederländische Exportindustrie, die wird immer wettbewerbsfähiger. Die griechische und die italienische, die verlieren immer mehr an Wettbewerbsfähigkeit. Und genau das ist der Prozess, den wir in der Eurozone in den letzten 25 Jahren gesehen haben. Vor allem in den ersten 10 Jahren ihrer Existenz. Also du könntest völlig unterschiedliche Länder zusammenpacken. Aber da müsstest du zumindest die Lohnpolitik koordinieren. Also das wäre das Allermindeste. Aber das hat man nicht gemacht. Also wie gesagt, es gibt zwar Vorgaben zu den Leistungsbilanzüberschüssen, also über 6%, also 6% sollten sie nicht übersteigen, aber das kontrolliert die EU-Kommission auch nicht. Also es ist ein völlig dysfunktionales System. Aber nicht, weil man da unterschiedliche Länder zusammengepackt hat, sondern weil man da Länder mit unterschiedlichen Lohnpolitiken zusammengepackt hat. Ich meine, du hast auch in der Bundesrepublik Deutschland das arme Bremen und das reiche Bayern trotzdem in einem Land, und das führt jetzt nicht dazu, dass alles auseinanderbricht, weil es eben auf Bundesebene starke Transfermechanismen gibt. Solche starken Transfermechanismen gibt es auf europäischer Ebene nicht, und es fehlt auch der politische Wille, sie zu implementieren. Also müsste man dafür sorgen, dass kein Staat auf Transfermechanismen angewiesen wäre und entsprechend die Lohnpolitik koordinieren. Danke für das Update, was mir der Rollo gerade gegeben hat. Wenn ihr noch andere Neuigkeiten habt, dann schreibt sie gerne in den Chat. Europa. Ja, das frage ich mich in der Tat auch. Das ist in der Tat die spannendste Frage überhaupt. Aber ich kann nur sagen, ich habe das, glaube ich, schon oft gesagt, ich sage das nochmal ganz brutal, das Personal ist dafür nicht geeignet. Ich kann in der Spitze der Europäischen Kommission anfangen. Frau von der Leyen hat null Ahnung. Der Kommissar für Wirtschaft und Finanzen, Gentiloni, ist ein netter Kerl, hat aber auch null Ahnung. So, dann kommt Frau Lagarde, die weiß auch nichts von dem, was sie da tut. So, und dann können wir so weitergehen. Und die deutschen Minister sind auch alle Laien. Wo soll da eine Debatte stattfinden? Das ist die spannende Frage. Und meine Ökonomenkollegen sind manchmal auch ein bisschen sehr, sehr einfach, sage ich mal, um freundlich zu sein, sind sie sehr einfach.
Ja, die Welt ist nicht so einfach. Wir müssen ein bisschen komplizierter, ist ein bisschen komplizierter, ein bisschen komplexer denken. Um nochmal auf die Geldpolitik zu kommen. Wie gesagt, gegen eine Situation, wo du eine Rezession hast und gleichzeitig hohe Zinsen. Und die Zinsen sind hoch, weil die Preise ja inzwischen fallen. Für die meisten Unternehmen fallen inzwischen die Preise. Das muss man sich vorstellen, ne? Die Erzeugerpreise industrieller Produkte, die Großhandelsprodukte, für fast alle Unternehmen fallen die Preise. Das heißt, die haben fallende Preiserwartungen. Und darauf zahlen sie 4% oder 4,5% oder 5% Zins. Das sind Realzinsen, die sind 7, 8, 9% oder sowas. Das ist verrückt. Das gibt doch die Wirtschaft nicht her, die um null wächst oder überhaupt nicht wächst. Das gibt die einfach nicht her, jedenfalls nicht im Durchschnitt. Völlig richtig. Wir haben gerade kein Wachstum, wir haben Rezession. Auch in anderen europäischen Staaten, die sich ein bisschen besser gehalten hatten als Deutschland, zeigen die Echtzeitindikatoren nach unten und die Preiserwartungen der Unternehmen fallen. Und da 4% Zinsen zu verlangen, so wie das die EZB gerade macht, ist völlig irre. Sowas tötet jede Wirtschaft. Wie gesagt, zumal die europäische Wirtschaft, die ja sich nach Corona sowieso extrem schwach erholt hatte, die dann eine Energiekrise zu meistern hatte und die jetzt immer weiter abzuschmieren droht, angesichts der Sparpolitik einiger Mitgliedstaaten, vor allem der deutschen Regierung. Also in der Rezession auf Sparpolitik zu setzen, ist sowieso das Bescheuertste, was man machen kann. Angesichts der sowieso schon eklatanten Schwäche des europäischen Binnenmarktes, aber dann noch die Zinsen auf solche absurd hohen Niveaus hochzuschrauben, wie es die EZB gemacht hat, ohne dass es dafür irgendeinen sachlichen Grund gegeben hätte. Das ist völlig irre. Das ist absichtliche Wirtschaftszerstörung. Wir sehen auch gerade, wie beispielsweise der Bausektor in Deutschland kollabiert infolge dieser absurden Zinserhöhung. Da hatte ich vor kurzem auch ein Video zu gemacht. Das ist, ja, es ist durch nichts zu rechtfertigen, was die EZB da gerade anrichtet. Mit einer oder zwei oder drei sind immer erfolgreich, aber im Durchschnitt gibt es die Wirtschaft nicht her. Und gegen diese Bremse, ich habe schon mal gesagt, da kann man sich am Kopf stellen, da kann man überhaupt nichts machen. Die Bremse muss weg und die kann auch weg, weil ja die Inflationsgefahr praktisch null ist jetzt. Ja, Sie haben es lang genug, das darf man an dieser Stelle ja auch sagen, waren ganz früh dabei mit der Aussage, dass das eben nur ein temporärer Preisschock ist und wir hier keine echte Inflation haben. Das muss man ja auch mal dazu sagen an der Stelle. Ja, darf man sagen. Muss man sagen. Auch ich darf das mal sagen, weil ja, man muss ja nur die Kommentare lesen, als ich das dann damals gesagt habe, was die Leute alle so von sich gegeben haben, weil ich lese normal keine Kommentare, aber ab und zu schaue ich doch mal drauf. Die müssen sich alle mal an die Nase greifen und sich fragen, was sie eigentlich da erzählt haben. Also gut, es ist vollkommen klar, es war ein temporärer Schock. Wir haben die Normalisierung und es ist eben in vieler Hinsicht eine Normalisierung. Und seit gestern oder vorgestern wissen wir es auch auf der Lohnseite eine Normalisierung. Insofern ist Inflation eigentlich kein Thema mehr. Jetzt haben wir diese Woche, in der wir sprechen, kommt noch die EZB-Sitzung, die Ratssitzung mit Zinsentscheid, der mutmaßlich quasi keine Veränderung mit sich bringen wird, nämlich keine Zinswende nach unten. Das ist ein großer Fehler aus Ihrer Sicht natürlich, gell? Ja, das ist der größte wirtschaftspolitische Fehler derzeit überhaupt. Und ich frage mich, was manche Leute, und das sage ich auch ganz offen, zum Beispiel unserem Bundesbankpräsidenten dabei beitreibt. Wir haben, es gibt jetzt eine neue Untersuchung der EZB, die zeigt, dass wir durchaus ein bisschen Lohnsteigerung haben. 4,5% sind es so permanente Lohnsteigerung in der gesamten Europäischen Union. Wir haben aber seit vorgestern oder wann die Zahlen raus sind vom letzten Freitag vom Statistischen Bundesamt Zahlen über die deutsche Lohnentwicklung, die wirklich revolutionär sind, die also wirklich schockierend sind in gewisser Weise. Da hat sich nämlich gezeigt, dass für das gesamte Jahr 23 sind die permanent vereinbarten Lohnerhöhungen liegen in Deutschland, man muss sich festhalten, bei 2,4%. Wenn man die Sonderzahlung hinzunimmt, sind es 3,7, ist auch noch ganz normal, alles noch völlig normal. Für Europa insgesamt sind es 4,5, aber die EZB hat eine Untersuchung gemacht, die zeigt, wenn man in das Jahr 24 schaut, also auf die Verträge, die 23 abgeschlossen worden sind und auch in 24 reichen, dann liegt Deutschland unter 2% bei den permanenten Zuwächsen. Ich meine, das ist irre. Das war also für mich, ich gucke ja wirklich regelmäßig auf die Zahlen. Jetzt ruckelt gerade das Internet, das ist natürlich nicht gut. Nach kurzer Unterbrechung geht es jetzt mit dem Interview. Wir hatten gerade Probleme im Internet, aber die scheinen behoben zu sein. Ich sehe auch die Zahlen, aber es war für mich absolut schockierend. Ich habe es nicht erwartet, dass es so wenig ist. Und da in anderen Ländern ist das anders, da liegt es ein bisschen höher, aber
insgesamt ist es vollkommen klar, dass wir jetzt den Lohn Spitze erreicht haben. Danach geht es runter. Wir haben Rezession und in den neuen Verhandlungen ist es klar, dass die Inflation weg ist. Insofern verhandelt ja niemand mehr auf der Basis von 6-7% Inflation. Also die 4,5% war das Höchste, was wir gesehen haben. Jetzt geht es runter. Und jetzt auf dieser Basis und mit der Rezession in Europa müsste die EZB runtergehen. Es ist für jeden einsichtigen Menschen vollkommen klar, dass sie runtergehen müsste. Nur sie müssen jetzt ihre Position verteidigen, dass es ein Jahrhundertproblem war, diese Inflation. Und wenn sie jetzt runtergehen würden, würde jeder sagen, ja, warum habt ihr euch so angestellt, wenn es so schnell weg ist? Und jetzt erfinden sie irgendwelche Zweitrundeneffekte oder so. Also es ist völlig irre. Ich will nochmal, als alter Mann, da muss ich das nochmal hinzufügen, es wird zum Beispiel von geldpolitischen Experten gesagt, stimmt, also dass die Löhne überhaupt nicht stark steigen, dass es zwar einige Sondereffekte während der Pandemie gab, dass die regulären Tariflohnsteigerungen, die dann auch die Basis nächstes Jahr sein werden, absolut im Rahmen liegen und da nichts von einer sich beschleunigenden Lohnentwicklung abzeichnet. Das hat Heiner Flassbeck auf seinem Blog Relevante Ökonomik schon gut gezeigt. Gesagt, ja, in den 70er Jahren, da gab es auch Zweitrundeneffekte. Nachdem die Bundesbank damals die Zinsen gesenkt hat, ist die Preise wieder hochgegangen. Ja, was nur die Herren und Damen schlicht unterschlagen ist, im Ende der 70er Jahre gab es nochmal einen Ölpreiseffekt. Ne? Es gab nochmal eine Ölpreisexplosion. Die Ölpreise haben sich, wann war es, 79 oder 80, nochmal verdoppelt. Ne? Und das gab nochmal einen zweiten Schub. Mit der Geldpolitik hatte das gar nichts zu tun. Und das okay, heute scheint wirklich das Internet etwas ruckelig zu sein. Das ist nicht gut. Ja, das ist nicht gut. Oder warte. Haben wir nicht. Wir haben eine völlig normale Entwicklung an den Rohstoffmärkten. Groß. Es droht kein zweiter Schub und deswegen gibt es keine Begründung, nicht runterzugehen. Und es wird so kommen, dass die Amerikaner am Ende, obwohl die in einer völlig anderen Situation sind, noch eher runtergehen als die EZB vermutlich. Ich habe es gerade vorhin im Vorgespräch schon gesagt, ich habe die letzten Wochen immer mal wieder ein Meme ausgepackt mit einer Lagarde drauf, wo steht, wir müssten eigentlich die Zinsen senken, aber wir können nicht, weil die Amerikaner es nicht vorgemacht haben. Genau, ja. Nee, das ist, aber die USA sind in einer vollkommen anderen Situation, ne? Aber das Irre ist ja auch, was auch in Deutschland nicht zur Kenntnis genommen wird, was man auch in der ehrlichen Diskussion mal ganz klar analysieren müsste. Die Amerikaner haben die Preise sind in den USA, die Inflationsrate ist in den USA genauso zurückgegangen wie in Europa, ne? Also die Kurven laufen fast aufeinander, wenn man die nebeneinander malt. Nur die haben keine Rezession, ne? In Europa hat die EZB behauptet, man braucht Rezession, sie muss jetzt Rezession machen, sie muss die Nachfrage dämpfen, damit die Preise wieder runtergehen. Die Amerikaner gehen die Preise runter ohne jede Dämpfung. Ne? Was zeigt, dass man diese Dämpfung überhaupt nicht gebraucht hätte. Wobei natürlich auch Jerome Powell von der Fed natürlich auch immer hausieren ging über die letzten 12, 14 Monate, dass er schon auch Schmerzen sehen will in der Wirtschaft und vor allem im Arbeitsmarkt, bevor man eine Zinswende einleiten kann. Also ja, zumindest hat er diese Rhetorik bisher ja auch aufrechterhalten. Naja, die sind ja auch in einer anderen Situation. Die haben wirklich Vollbeschäftigung, die haben einen echten Boom. Ne? Die Wachstumsraten sind irre. Die hatten im dritten Quartal auf Jahresrate hochgerechnet, deren Rechnung da 5% Wachstum, im vierten haben sie 3%. Jetzt ist schon wieder, deutet sich an, dass es wieder um die 3% ist. Also das sind schon irre, das sind andere Welt. Ne? Und Vollbeschäftigung, wie gesagt. Und die Löhne steigen da übrigens auch ordentlich. In den USA steigen die Löhne auch um 5-6%. Also der lebt in einer anderen Welt und ist trotzdem offensiver, was die Zinssenkung angeht, als die Europäer. Aber würden Sie sagen, besteht für die USA die Gefahr eines Zweitrundeneffekts? Nein, auch nicht wirklich. Die USA haben gesundes Lohnwachstum. Dort wachsen die Löhne entsprechend den Produktivitätssteigerungen seit der Pandemie. Also das war dort tatsächlich mal anders. Die Regierung hat dort Gas gegeben und obwohl die Notenbank versucht hat zu bremsen, war die Regierung mit der Fiskalpolitik, weil sie wirklich ordentlich Geld in die Wirtschaft gepumpt hat, dadurch stärker und hat auch dafür gesorgt, dass die Löhne wieder ordentlich steigen. Das ist eine sehr gute Entwicklung, die wir hier in Europa eigentlich versuchen sollten nachzuahmen. Aber aktuell macht unsere Bundesregierung und machen viele andere europäische Regierungen gerade genau das Gegenteil. Die Löhne werden weiter steigen, was ja auch völlig in Ordnung ist. In dieser Größenordnung 5-6%, 4-5% ist völlig in Ordnung. Die amerikanische Situation ist eben dadurch gekennzeichnet, dass die Fiskalpolitik weiter extrem, extrem expansiv ist. Die öffentlichen Defizite liegen in der Größenordnung von 7-8%.
Das hat ja nichts mit dem zu tun, was wir hier machen. Wir haben hohe Zinsen, hohe Realzinsen und haben dazu Versuche des Staates zu sparen. Also prozyklische Politik nennt man das. Er verstärkt die Abschwächung. Und das ist eine völlig andere Situation. Und wir müssen einfach begreifen, das ist unser Hauptübel. Wir sind nicht in der Lage, wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, hier zusammen diese Schuldenfrage zu klären. Und wenn wir diese Schuldenfrage nicht klären, also kann der Staat Schulden machen unter welchen Umständen, dann wird das in Europa nichts. Und es gibt niemand auf der ganzen politischen Ebene in Europa und in Deutschland, der bereit wäre und in der Lage, will ich gar nicht sagen, aber es scheint so, in der Lage wäre, da mal zuzuhören und mal sich die Argumente anzuhören. Die sind absolut zwingend, die Argumente, die kann man nicht einfach vom Tisch wischen. Ja, was gerade einer im Chat schreibt, bis in die 2010er Jahre, von den 70er Jahren an, war die Lohnentwicklung in den USA eine absolute Katastrophe. Natürlich stimmt das. Deswegen ist es ja so erfreulich, dass sich das in den 2020er Jahren jetzt geändert zu haben scheint. In den USA, im Gegensatz zu uns in Europa, wo die Lohnentwicklung immer noch relativ schlecht ist. Also es gab, wie gesagt, einige gute Lohnabschlüsse, beispielsweise in Deutschland. Aber das, eine Schwalbe macht doch keinen Sommer und ein paar Lohnabschlüsse, die tatsächlich etwas oberhalb von 2% lagen, machen noch keine vernünftige über viele Jahre hinweg gewonnene Lohnentwicklung. Also die Lohnentwicklung, die wird sich hier in Europa eher wieder abschwächen und vor allem in Deutschland. Also das hat Heiner Flassbeck ja am Anfang erklärt. Deutschland fährt seine Politik des Lohndumpings fort. Da sollten wir uns nicht von einigen guten Abschlüssen, die einige Gewerkschaften hier erreicht haben, täuschen lassen. In den USA, da sieht es anders aus. Da steigen die Löhne auf breiter Front, auch bei den eben nicht von Gewerkschaften verhandelten Verträgen, sondern auch bei ungelernten Jobs bei Arbeitern, die gewerkschaftlich extrem schlecht organisiert sind. Aber es gibt niemanden, ne? Es gibt nichts. Wir machen weiter, unsere schwäbische Hausfrau. Wir sind die schwäbische Hausfrau und wir sparen jetzt ordentlich und dann wird alles gut. Ne? Mhm. Ich komme gleich nochmal zur schwäbischen Hausfrau zurück, weil die Frage sich natürlich nachher anschließt. Aber ich bleibe mal ganz kurz in den USA. Haben wir nicht trotz allem, natürlich wissen wir das alles mit den hohen Defiziten, ist die Gefahr aber nicht trotzdem für Zweitrundeneffekte da? Denn wenn wir sehen, dass wir eine permanent robuste Wirtschaft haben, die ziemlich kräftig wächst, dass wir dann auch in der Tendenz natürlich wieder steigende Preise sehen? Ja, ein bisschen kann das schon sein, also aber nicht in einer Dimension, die vergleichbar wäre mit dem, was wir hatten. Ne? Diese Schocks sind ja weg. Der Ölpreisschock, der Gaspreisschock, die sind weg. Die gab es ja auch in den USA. Wie gesagt, die Preisentwicklung in den USA ist fast genau so wie in Europa. Und ohne diese Schocks wird es vielleicht irgendwann, habe ich auch immer gesagt und ist möglich, eine normale Inflationierung geben, weil die Löhne steigen, immer weiter steigen. Irgendwann ist zu viel und dann wird die Fed wieder auf die Bremse treten. Aber es ist dann immer noch eine völlig andere Situation als bei uns. Ne? Wir haben hohe Arbeitslosigkeit, wir haben Rezession. Die Rezession könnte sich in diesem Jahr noch verschärfen. Ich meine, die Null, die Regierung da hinschreibt, ist ja reine Fantasie. Genau wie im letzten Jahr die Plus irgendwas Fantasie war, haben wir auch drüber gesprochen, war reine Fantasie und war auch falsch. Und von daher sind die Amerikaner in einer super komfortablen Situation. Nur wir machen uns verrückt, wir machen uns kaputt, weil wir diese Schuldenfrage nicht klären können. Warum tut man sich so schwer zu verstehen, dass Europa und USA in zwei völlig verschiedenen wirtschaftlichen Situationen sind? Weil bisher tut man eigentlich so, als wäre alles irgendwie parallel. Europa läuft so mit so ein paar Monaten Verzögerung in diesem ganzen Inflationsprozess hinter den USA her. Aber das ist ja nun offensichtlich nicht der Fall. Wir haben jetzt hier auch drüber gesprochen. Aber das nimmt ja eigentlich keiner so richtig wirklich zur Kenntnis. Naja, weil es niemanden gibt, der ein bisschen umfassenden Blick hat, der sich die verschiedenen Komponenten alle mal anschaut und nicht nur eine. Und wenn man die fiskalische Seite mit hinzunimmt, dann haben die Amerikaner unter Biden einfach ein irrsinniges Expansionsprogramm gemacht. Mein Freund Larry Summers hat ja gesagt, das wird jetzt die große Inflation geben. Hat es auch nicht gegeben, ne? Sondern es gab auch den gleichen Inflationsschub wie bei uns. Aber die Wirtschaft wächst weiter. Und das ist das, was wir leider brauchen. Wir brauchen eine wachsende Wirtschaft, weil wir einfach sonst unser Beschäftigungsproblem nicht lösen können. Man kann nicht. Exakt. Und das widerlegt auch diese Lügen von Christian Lindner. Der hat ja immer erzählt, wir müssen uns jetzt an die Schuldenbremse halten, wir dürfen keine zusätzlichen Schulden machen, weil dann die Inflation noch weiter anstiege.
völliger Unsinn. Völliger Unsinn. In den USA sehen wir es. Die Defizite sind wesentlich höher und was passiert? Nicht die Inflation ist dort unbedingt höher, sondern das Wachstum. Zusätzliche staatliche Ausgaben hätten die Inflation fast gar nicht beeinflusst, aber dafür hätten wir jetzt vermutlich keine Rezession, sondern deutliches Wirtschaftswachstum, trotz der Energiekrise, der wir gerade entgegenschauen. Nicht rückwärts wachsen oder wie manche Leute sich das vorstellen. Wir brauchen eine wachsende Wirtschaft. Und die kriegt man nur, wenn man eine vernünftige makroökonomische Politik macht. Und das kriegen wir in Europa nicht gebacken. Auch die Reform des Stabilitätspaktes, die da gemacht wurde, ist wieder vollkommen lächerlich. Ist wieder, jetzt müssen die Länder ein bisschen individueller ihre Defizite zurückführen. Frankreich kann sein öffentliches Defizit nicht zurückführen. Frankreich hat Defizite in der Leistungsbilanz. In Frankreich sparen die privaten Haushalte und die Unternehmen. Und ich habe schon wie viele Mal erklärt, einer muss Schulden machen. Und wenn dann Frankreich, der Staat kann nicht sagen, ich mache jetzt keine Schulden, dann gehen die sofort in den Keller. Und dieser einfache Zusammenhang, den kriegen wir nicht hin. Aber selbst die, sagen wir mal, an sich ja doch absolut nüchternen Kapitalmärkte, wenn man da mal ein bisschen drauf schaut, stellen ja fest oder preisen jetzt diese ganzen Zinssenkungen, die man noch zu Jahresbeginn erhofft hatte, auch in Europa peu à peu schon wieder aus. Also am Jahresanfang gingen noch alle von irgendwie 150 Basispunkten aus, jetzt sind wir schon runter auf 0,9 oder so. Also selbst die Kapitalmärkte glauben ja diese mehr hier in Europa. Ja gut, die sind, wenn ich Wahrscheinlichkeit, wir reden über Wahrscheinlichkeiten und da würde ich dann auch sagen, es gibt so viele, oh, jetzt will ich nicht beleidigend werden, aber sagen wir mal einseitig argumentierende Notenbanker in Europa, dass ich auch den Glauben verloren habe. Und wie gesagt, Frau Lagarde kommt ihrer Aufgabe nicht nach, sie kommt ihrer Aufgabe überhaupt nicht nach, ein Kommunikationsumfeld zu schaffen, wo sie erklärt, was passiert und warum es passiert und wo sie auch versucht, Leute zu überzeugen und Leute mitzunehmen. Das kann sie nicht. Sie ist ihrer Ausbildung geschuldet, aber sie ist eben an der falschen Stelle. Und da müsste irgendjemand hineinspringen, aber die Person gibt es nicht, die das tun könnte. Und deswegen sind wir extrem, extrem einseitig und es werden ja in Europa sogar Gefahren, wenn jetzt die öffentlichen Defizite ein bisschen hochgehen, dann gibt es Gefahren, sowas. Das interessiert die Märkte alles überhaupt nicht. Die Märkte wissen alles, das ist vollkommen unproblematisch. Der amerikanische langfristige Zins ist auch völlig unproblematisch. So, also wenn ich Markt wäre, würde ich auch nach Wahrscheinlichkeit sagen, ja, die Holzköpfe werden sich noch eine Weile durchsetzen. Und deswegen muss ich von meiner Erwartung, dass die Zinsen sehr schnell sinken, runter. Ja. Wobei es im EZB-Rat ja durchaus Leute gäbe, die wirtschaftliche und vor allem volkswirtschaftliche Kompetenz hätten. Ne? So ist es ja nicht. Sollte man meinen, aber es sind leider ein bisschen wenige. Mir fällt da im Moment nur der Herr Panetta ein, aber der geht bald auch raus, weil er Nationalbankpräsident wird. Also das ist, müsste man im Einzelnen diskutieren, will ich jetzt aber nicht. Aber das ist leider sehr traurig. Würden Sie sagen, dass das Sie ein Powell besser macht? Naja, das Umfeld ist jedenfalls besser. Der hat schon mal eine Finanzministerin, die wirklich was weiß, die ja seine Vorgängerin ist. Die wird ihn schon immer wieder an den Ohren ziehen, nehme ich mal an. Bildlich gesprochen. Aber Janet Yellen ist wirklich gut. Die ist wirklich super toll. Die hat das auch in der Fed toll gemacht und die macht das jetzt als Finanzministerin toll. Völlig cool, ne? Die zieht diese Politik völlig cool durch. Und ja, da ist das ganze Umfeld ist anders, es wird anders diskutiert, man hat weniger diese schwäbischen Hausfrau-Vorurteile in den USA. Die Leute wissen, dass man die öffentlichen Defizite braucht und Trump wird es genauso machen. Auch für Trump ist es kein Thema, weil er genau weiß, er muss es genauso machen. Man könnte ja, und Trump hat auch schon diesen Unsinn von der Staat könne sich nicht immer weiter verschulden, man müsse die Verschuldung begrenzen. Ich meine, das ist ja was, das in den USA versucht wird, man macht da diese absolute Schuldengrenze, die dann alle paar Monate oder alle paar Jahre, je nachdem, wie gut sich Republikaner und Demokraten einigen können, immer wieder nach oben verschoben. Also da hat Trump ja eindeutig gesagt, we print the money. Also wir drucken das Geld. Der US-Staat kann beliebig viel Geld drucken, wann immer er es braucht. Und so ist es nun mal. Immer wenn die US-Regierung die Schulden erhöhen will, steht die Fed bereit, die zusätzliche Dollar drucken kann und Anleihen kaufen kann. Also die USA können niemals pleite gehen, da der Dollar halt die US-Währung ist. Und das Gleiche gilt übrigens auch für den Euro und die EZB.
der EZB können niemals die Euros ausgehen. Das heißt, diese Sorge, die Schuldenstände werden irgendwann zu hoch, wir können das nicht mehr finanzieren, völliger Unsinn. Also wenn die EZB will, dass Schuldenstände finanzierbar sind, dann sind diese Schuldenstände finanzierbar. Völlig egal, wie hoch sie sind. Ich könnte natürlich auch sagen, klar, wir machen auf der einen Seite Leistungsbilanzüberschüsse und wälzen damit die Probleme auf unsere quasi Handelspartner ab. Andererseits würde ein Trump eben mit seiner etwas protektionistischen Grundhaltung dann halt einfach massiv Zölle einführen. Würde wahrscheinlich so oder so, ob wir Leistungsbilanzüberschüsse haben oder nicht. Es ist das Gleiche in Grün. Im Chat haben wir gerade eine Frage. Warum sollte ich Anleihen mit 0% kaufen, wenn mir ein anderer Staat 1% gibt? Ja, wenn die EZB die Zinsen 1% festlegt und sagt, wir garantieren durch Anleihekaufprogramme Konvergenz bei allen Zinsen, dann gibt es keinen Staat, der dir 1% gibt. Dann kriegst du überall 0%. Dann hast du keine Wahl. Also so funktioniert Geldpolitik. Bei den USA, da hast du ja sowieso nur die Wahl zwischen also wenn du Dollaranleihen kaufst, dann kannst du ja sowieso nur US-Staatsanleihen kaufen. Also dann sind die risikolosen Dollaranleihen, die da haben kannst, und kannst sowieso nur die kaufen. Ich meine, in der Eurozone, wie gesagt, da müsste die EZB, das hatte ich auf meinem Kanal auch schon häufiger behandelt, für Zinskonvergenz sorgen. Sie müsste dafür sorgen, dass die Anleihen aller Eurozonenstaaten gleich rentieren, aber in einem Staat mit eigener Währung, da ist das noch viel einfacher. Da gibt's ja nur die eine Staatsanleihe und da hast du keine Wahl. Ja, du kannst Schweizer Anleihen kaufen, aber dann hast du ein Währungsrisiko drin. Dann hast du ein Wechselkursrisiko drin. Der Franken kann auf- oder abwerten. Das ist ja eine völlig andere Währung. Also da nützen dir höhere Zinsen nichts, wenn der Franken im Gegensatz dazu abwertet. Man kann es ihm kaum verübeln. Das amerikanische Defizit ist seit Jahrzehnten, ne? Die Amerikaner. Griechische Staatsanleihen, weil es gerade einer im Chat schreibt, haben tatsächlich mit unter 1% rentiert, sogar langlaufende griechische Anleihen. Und zwar mitten während der Corona-Krise, als die EZB riesige Staatsanleihekaufprogramme aufgelegt hatte, wo sie auch griechische Anleihen explizit mit einbezogen hat. Also wenn die EZB sagt, die Zinsen sollen so niedrig sein, dann sind die Zinsen so niedrig. Das ist eine politische Entscheidung. Das ist keine Frage irgendeines freien Marktes. Sowas ist bei Staatsanleihen sowieso eine ziemliche Illusion. Das ist Folge politischer Entscheidungen. Also wie hoch die Zinsen auf Staatsanleihen sind, das ist nichts, was irgendwie am freien Markt gebildet wird. Eine völlige, völlig falsche Vorstellung. Und das ist auch völlig egal, dass irgendwelche privaten Akteure sagen, dass sie das machen würden. Letztlich müssen sich die privaten Akteure nach der Zentralbank richten. Niemand kann gegen eine Institution anwenden, die unendlich viele Euro drucken kann. Das geht nicht. Also kein Investor würde gegen die EZB wetten, er würde Selbstmord begehen. Genau das Gleiche gilt für die Bank of Japan, wenn es um den Yen geht, oder die Fed, wenn es um den Dollar geht, oder die Schweizer Nationalbank, wenn es um den Franken geht. Wir haben ja gewaltige Defizite in der Leistungsbilanz seit Jahrzehnten. Die amerikanische Defizit ist der Hauptgegenposten gegen alle Überschüsse dieser Welt. Und das kann man ihnen nicht verübeln. Sie haben damals die Chinesen massiv unter Druck gesetzt, dass die ihre Überschüsse reduziert haben. Haben sie dann auch getan, erfolgreich. Der chinesische Überschuss ist weit geringer als der deutsche, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Und des wichtigsten Landes, ich meine, es gibt noch größere, es gibt noch ein paar Irre in Nordeuropa, die noch viel höhere haben, Dänemark und Niederlande und Norwegen sowieso, aber das ist wieder Ölfritzen. Und aber unter den großen Ländern ist Deutschland herausragend mit seinem Überschuss, ne? Und das wird Trump nicht so hinnehmen, da bin ich fest und überzeugt. Er hat das letzte Mal schon, er hatte einen wirtschaftspolitischen Berater, wie hieß er, Navarra, glaube ich, Peter Navarra oder so, für den war das ganz entscheidend, zu sagen, die deutschen Überschüsse müssen weg. Und das kann durchaus wiederkommen, ja. Dann hätten wir natürlich ein doppeltes Problem, wenn wir vorher nicht irgendwie mal was verändern in unserer Wirtschaftspolitik. Ja, dann wird es richtig brutal. Dann wird es richtig brutal, weil dann ist der, wie gesagt, die USA sind jetzt wieder der größte Handelspartner. Wenn die die Schotten dicht machen und sagen, so geht's nicht, ihr Deutschen, dann muss sich in Deutschland was ändern. Und dann können wir unsere Verfassung in den Orkus werfen oder was auch immer. Aber jedenfalls, es geht dann. Ja, die Wetten gegen das britische Pfund, die so erfolgreich war, die berühmte, die war nur möglich, weil die Bundesbank nicht bereit war, den Pfundkurs zu stoppen. Die Bundesbank hätte D-Mark drucken müssen und den Pfundkurs stabilisieren müssen, wenn sie ein Interesse daran gehabt hätte oder wenn sie den Willen dazu gehabt hätte, das zu tun. Und dann
Also dann hätten die Hedgefonds damals mit ihrer Wette auch daneben gelegen. Aber da die Bundesbank dazu nicht bereit war, haben die Hedgefonds schließlich Erfolg gehabt. Die britische Notenbank kann beliebig viele Pfund drucken, aber sie kann keine D-Mark drucken. Und das ist ja damals zum Verhängnis geworden. Also du kannst deine eigene Währung beliebig abwerten, du kannst beliebig viel von deiner eigenen Währung drucken und dann andere Währungen kaufen. Also die Schweizer Notenbank hat ein Lied davon singen, die hat ihre Bilanzsumme stärker in Relation zum Bruttoinlandsprodukt ausgeweitet als alle anderen westlichen Notenbanken, einfach weil sie immer mehr Franken gedruckt hat, um den Wechselkurs des Frankens künstlich nach unten zu manipulieren, um den Franken künstlich schwach zu halten. Also das kannst du in fast beliebiger Art und Weise tun, solange wie andere Länder das tolerieren. Also der Schweiz lassen komischerweise alle anderen Länder dieses Verhalten durchgehen. Ich vermute, dass wenn größere Währungsräume sowas machen würden, dass das dann Gegenreaktionen zur Folge haben wird. Also mich wundert es eigentlich schon, dass die Schweiz dafür keine Gegenreaktion zu spüren bekommt. Ich meine, der hat Leistungsbilanzüberschüsse im Wert von rund 10% des Bruttoinlandsproduktes, hauptsächlich verdient durch Währungsmanipulation. Also dass sich da keine anderen Länder gegen wehren, das ist schon beachtenswert. Ja, die Chinesen, die fixieren ihre Währung sogar. Und ja, die haben die immer ein bisschen zu schwach fixiert, das stimmt. Auch China hat das aktiv gemacht, aber lange nicht so exzessiv wie die Schweiz. Also Chinas Noten, also die People's Bank of China, die war da immer noch relativ vorsichtig gegen das, was die Schweizer Nationalbank da macht. Mit der Schuldenbremse auf keinen zumal, Fall mehr. Zumal China, das hat Lasbeck ja auch vorhin erklärt, da wesentlich vorsichtiger war, die haben ihre Währung in den letzten Jahren sogar aufgewertet, um den Leistungsbilanzüberschuss abzubauen, eben weil sie keinen Handelskrieg mit den, weil sie eben den Binnenmarkt stärken wollten. Also wenn du deine Währung aufwertest, dann wirst du ja in Relation zu anderen Ländern reicher, du kannst dir mehr Produkte aus anderen Ländern leisten und dann schmilzt logischerweise auch den Exportüberschuss und dann kurz oder lang auch der Leistungsbilanzüberschuss. Und genau das ist bei China passiert. Also China hat sich diesbezüglich schon, ja, geändert. Geht sowieso nicht, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, wie die Regierung sich das vorstellt, ich weiß auch nicht, wie der Bundeskanzler sich das vorstellt. Wir haben jetzt das dritte Jahr sozusagen schon von Stagnation, im Jahr vorher war ja nicht viel, davor war Corona-Katastrophe und wir haben jetzt 4, 5 Jahre hintereinander, wo gar nichts läuft, wo wir uns so durchwurschteln. Das ist einfach nicht ausreichend. Das ist nicht ausreichend, um über die Runden zu kommen und in einer vernünftigen Position zu bleiben für ganz Europa, ne? Und was wir überhaupt immer nicht bedenken, sind die Osteuropäer, die dabei noch völlig hinten runterfallen. Das ist noch viel schlimmer. Aber das gibt es bei denen gar nicht. Jetzt machen wir 0,2%, dann sind sie alle happy und sagen, na ja, wird schon wieder aufwärts gehen. Das funktioniert so nicht. Mhm. Aber ist es nicht einfach so, dass es uns gefühlt noch gut geht? Also man hat immer diese ganzen Drohgebärde natürlich im Kopf und wir wissen das alle, aber so gefühlt auf der Straße geht es allen doch irgendwie immer noch gleich gut wie letztes Jahr und vorletztes Jahr. Ja, klar, wir sind ja auch nicht so massiv abgefallen, aber es gibt trotzdem relativ große Armut in einem reichen Land in Deutschland. Die Arbeitslosigkeit steigt auch. Wir haben jetzt 150.000 oder was Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Wir haben in ganz Europa immer noch eine Arbeitslosigkeit von über 6%, was historisch gesehen irre hoch ist, gerade in Ländern wie Frankreich und Italien. Also es ist nur, die Gefahr ist ja eben bei einer solchen Situation, dass man auch schnell abstürzt. Man kann auch vollständig abstürzen. Es muss jetzt nur irgendein kleiner Schock kommen, nochmal von irgendwo, und wir stürzen vollständig ab. Und das ist die große Gefahr. Aber dafür wollen wir jetzt doch wieder sparen, wo wir bei der schwäbischen Hausfrau sind. Ja, das ist verrückt, dass die schwäbische Hausfrau kann versuchen zu sparen, aber der Staat kann es eben nicht. Wenn der Staat jetzt spart, wird die Rezession tiefer, ne? Wir wissen jetzt schon quasi, dass das erste Quartal ist auch verloren. Das erste Quartal ist auch schon wieder weg. Das ist wahrscheinlich negativ nach allen Indikatoren, die wir haben. Warum soll sich etwas bessern? Ne? Diese einfache Frage müsste ich Habeck jeden Morgen beim Frühstück stellen. Warum soll sich etwas bessern? Weil ich da ein bisschen rumfummele und irgendwo bessert sich überhaupt nichts. Das Tollste ist Bürokratie. Ne? Das habe ich auch immer. Ich habe dann irre Déjà-vu-Erlebnisse. Nicht seit 40 Jahren, sondern seit 50 Jahren machen die Bürokratieabbau. Schon in den 70er Jahren. Bürokratieabbau ist die Rettung des Landes. Immer. Es ist völliger Unsinn. Das rettet überhaupt nichts. Und das sind die Scheinbilder, mit denen wir uns so beruhigen.
Und das muss in die Hose gehen. Und am Ende wird diese Regierung erstmal platzen und dann nur, es kommt nichts Besseres, weiß ja nicht, was kommt. Dann, wenn die CDU die Mehrheit hat, die braucht die SPD und die Grünen zum Regieren. Meine, dann da ändert sich überhaupt nichts. Das bleibt ganz genauso. Ich hab's mir hier auch extra aufgeschrieben, weil das natürlich so dieses, die gefühlte Diskussion der vergangenen Monate dreht sich natürlich vor allem um dieses ganze Thema Bürokratie. Und auch Habeck hat in seinem bei seinem Jahresbericht auch wieder gesagt, hier das große Investitionshemmnis sei die Bürokratie, die für die Unternehmen zur Qual geworden ist. Jetzt glaube ich nicht, dass in den letzten 2 Jahren die Bürokratie massiv zugenommen hat und in allen anderen Größen. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also so viel, wie mal über Bürokratie gemeckert wird, das ist nicht die Erklärung für die aktuelle konjunkturelle Krise. Die Erklärung dafür ist vor allem die Energieexplosion, die damit verbundene Senkung der Realeinkommen und die Abwanderung unserer Industrie. Also wenn das inländische Einkommen senkst und damit den Konsum verminderst und dann noch einen Teil der Industrie verscheuchst. Also natürlich schrumpft dann die Wirtschaft. Und dazu kommen noch verschärfende Faktoren wie die erhöhten Zinsen, die dann die Baubranche kollabieren lassen und so weiter und so fort. Ich meine, die Wirtschaft läuft eh schon schlecht und dann tun Regierung und Zentralbank alles dafür, da noch weiter mit dem Hammer drauf einzuschlagen. Aber das hat alles nichts mit der Bürokratie zu tun. Also es ist auch lustig, im Bausektor kommt das auch immer als wichtigster Faktor, ja, die Bürokratie im Bausektor, die hat so zugenommen und deswegen bricht er so ein. Völliger Unsinn. Also die Bürokratie, die nimmt seit Jahrzehnten zu. Trotzdem hat der Wohnungsbau von der Finanzkrise bis heute deutlich zugenommen. Von unter 20.000 Neuanträgen auf Wohnungen waren es über Jahre hinweg konstant über 30.000 jeden Monat. Über 30.000 Neuanträge jeden Monat, mittlerweile sind es wieder unter 20.000. Warum? Ja, weil die EZB ihre Zinsen in den letzten 1,5 Jahren so stark erhöht hat. Also das liegt nicht daran, dass die Bürokratie in den letzten 1,5 Jahren plötzlich explodiert ist. Also die Bürokratie ist schon vorher mal mehr geworden, sondern die Zinsen sind gestiegen. Das ist die relevante zeitliche Koinzidenz, die wir da haben. Also bezüglich Bürokratie, wie gesagt, mag ein Faktor sein, aber es ist nicht der relevanteste Faktor. Der relevanteste Faktor sind die Refinanzierungskosten. Also das, wie gesagt, schaut euch eine Grafik an, wie hoch sind die Bauzinsen und wie hoch sind die Neuanträge auf im Wohnungsbau. Ihr werdet sehr starke zeitliche Koinzidenz zwischen der Explosion der Zinsen, die es im Jahr 2022 gab, und dem Einbruch der Neuanträge auf Wohnungen werdet ihr feststellen. Also da werdet ihr eine sehr, sehr hohe Korrelation feststellen. In anderen Ländern, wenn man mal ein bisschen unterwegs ist, ich meine, sie leben ja auch nicht durchgängig in Deutschland, dann muss ich sagen, naja, jedes große Industrieland hat so einen gewissen Bürokratieapparat, den er mit sich rumschleppt, und auch da ist es nicht einfach, im Formularkrieg zu überleben. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt unser alleiniges Hemmnis ist, damit Investitionstätigkeit in Deutschland passiert. Nein, das ist reine Fantasielosigkeit, weil wir alles andere nicht ernsthaft ansprechen wollen, sprechen wir über Bürokratie immer, wie gesagt, seit 50 Jahren. Niemand hat mehr über Bürokratieabbau gesprochen als der Kohl. Und was ist dabei rausgekommen? Nix. Die Bürokratie ist die Bürokratie. Schauen Sie in die USA. Die USA haben eine irrsinnige Bürokratie. Glauben die Leute immer, das sei das freieste Land der Welt. Das stimmt nicht. Die haben eine irre Bürokratie in den USA. Und überall, auch hier, wo ich lebe, in Frankreich, gibt es überall Bürokratie. Das ist völlig klar. Eine komplexe Gesellschaft, wie wir sind, die braucht leider Bürokratie. Ne? Ohne Bürokratie geht es nicht. Und es wird immer ein bisschen komplexer. Und ob ich jetzt noch hier und da irgendwie wieder ein Action abschneide und ein bisschen verschlanke, das hat am Ende mit der Wirtschaft, mit dem gesamten Dynamik der Wirtschaft überhaupt nichts zu tun. Und dann, wie gesagt, gegen solche irrsinnigen Bremsen wie die hohen Zinsen, ist es lächerlich zu glauben, man kann damit irgendwas reißen, man kann da nichts reichen. Das ist immer die gleiche Naivität, immer der gleiche einfache Glaube an solche Wunderwerke, den die Politiker sich ausdenken, den ihnen auch die Bürokraten einreden. Ne? Die Beamten, die selbst Bürokraten sind, reden das den Politikern ein, du musst jetzt Bürokratie abbauen, dann wird alles gut werden. Aber alles Quatsch. Aber ich komme doch mal drauf zurück. Es schadet doch nicht, wenn man ein attraktiver Investitionsstandort ist, mit, attraktiven Steuern, attraktiven Bildungssystem, attraktiver... Steuern ist sowieso der größte Unsinn. Also, dass du eine gut gebildete Bevölkerung hast, sicher, das spielt eine Rolle, aber wenn ein Unternehmen eine gewinnbringende Investition sieht, dann ist es völlig egal, ob die Investition mit 60% oder mit 30% besteuert wird. Wenn ein Unternehmen da Gewinn machen kann und sei dieser Gewinn noch so gering, dann wird das Unternehmen diese Investition wahrnehmen,
da sonst ein anderes Unternehmen, wir haben ja Wettbewerb, da sonst ein anderes Unternehmen diese Investitionsmöglichkeit wahrnehmen wird. Und das ist völlig egal, wie hoch man diese Gewinne jetzt besteuert. Wichtig ist erstmal, dass es profitable Investitionsmöglichkeiten gibt. Die werden dann auch wahrgenommen werden, ganz egal, wie hoch diese Gewinne dann besteuert werden. Also, wie gesagt, ganz einfacher Gedankengang. Das kann man auch empirisch zeigen. Die Höhe des Unternehmenssteuersatzes hat überhaupt nichts mit der Investitionsquote zu tun. Die Investitionsquote der Unternehmen in Deutschland ist von den 90er Jahren bis in die 2010er Jahre gesunken, während der Unternehmenssteuersatz sich von 60% auf 30% halbiert hat. Also wir haben eine Halbierung des Unternehmenssteuersatzes, extrem starke Senkung und die Investitionsquote, die steigt nicht, die sinkt. Also alleine dieses Beispiel sollte jedem liberalen Steuersenkungsfanatiker hier doch mal einen kleinen Realitätscheck geben. Aber nein, es werden noch weitere Steuersenkungen gefordert. Denn wenn wir jetzt die Steuern von 30% auf 25% senken, dann werden die Unternehmen anfangen zu investieren. Also ja, viel bescheuerter geht es nicht. Dann hat man noch weniger Geld und dann wird man als nächstes wieder Senkungen der Renten oder Senkungen beim Bürgergeld oder Senkungen bei Investitionen fordern. Also das ist das, was die FDP da wieder machen wird und das ist ja das, was in der aktuellen Regierung schon anrichtet. Also stellt euch mal vor, wie viel mehr Steuereinnahmen der deutsche Staat hätte, wenn wir diese Steuersenkung für die Unternehmen damals unter Helmut Kohl nicht umgesetzt hätten und damals unter Gerhard Schröder, sondern wenn die Steuern immer noch so hoch wären, wie sie es Anfang der 90er Jahre waren. Also dann hätten wir heute viel höhere Steuereinnahmen und wahrscheinlich nicht mal weniger Investitionen und könnten uns beispielsweise deutlich höhere Renten leisten. Unter den Bedingungen der Schuldenbremse natürlich, dass Schuldenbremse dumm ist, dass die Schuldenbremse eine Rezession verschärft, sehen wir gerade, aber ja, dann könnten wir selbst unter Einhaltung der Schuldenbremse würde es uns dann noch besser gehen. Infrastruktur, okay, bezahlbare Energie. Das ist doch an sich Natürlich. erstmal ein wünschenswerter Rahmen, damit private Natürlich. Investitionen auch aus dem Ausland passieren können. Ja, sicher, das ist vollkommen richtig. Ob die Investitionen jetzt zum großen Teil aus dem Ausland kommen, da habe ich meine Zweifel. Machen wir uns nichts vor, Auslandsinvestitionen finden dort in großem Maße statt, wie in China, ne? Wo die Unternehmen die Möglichkeit haben, mit ihrer hohen Produktivität extreme Sondergewinne, Zusatzgewinne zu machen. Ne? Wenn ich mit meiner heutigen deutschen Produktivität nach China gehe, dort sind die Löhne immer noch ein Fünftel der deutschen. Dann mache ich eine irrsinnige Marge, habe ich dann plötzlich, ne? Irrsinnig niedrige Lohnstückkosten und irrsinnig hohe Gewinnstückkosten, sozusagen Stückgewinne, so rum heißt es. Irrsinnig hohe Stückgewinne. Und das kann Deutschland ja nicht darstellen als ein reiches Land, ein Land an der Spitze der technologischen Pyramide. Und das macht man eben weiter unten. Wenn man nicht ganz die Technologie hat, aber niedrige Löhne, dann kann man dieses Mittel einsetzen. Trotzdem sollte man attraktiv sein, da bin ich überhaupt nicht dagegen. Wir können in unser Bildungssystem können wir unheimlich viel reinstecken, da bin ich absolut dafür, dass das alles besser wird und man kann vieles effizienter machen. Unsere Verkehrsinfrastruktur ist eine Katastrophe und so weiter. Das kann man alles verbessern, nur das alles ist nicht der Reißer. Das ist alles nicht etwas, was uns in den nächsten 5, 10 Jahren hilft, in 20 vielleicht oder in 30. Und dafür sollte man es auch tun. Bin absolut dafür. Aber man darf nicht glauben, dass das nun irgendwie die Lösung sei. Aber die Amerikaner machen es ja eigentlich mit ihrem Inflation Reduction Act ja auch so. Ja, mit viel Geld dahinter, mit unheimlich viel Geld dahinter. Ne? Ohne Geld wäre das auch nichts. Ne? Natürlich nicht, ja. Unheimlich viel Geld dahinter. Woher kommt das Geld, wenn man die Steuern nicht erhöhen will? Nun. Oder wenn man dann sogar noch mehr Geld ins Militär stecken will, also die Ausgaben sogar noch an der Stelle erhöhen will, die produktiv ist, ne? Da muss man Schulden machen. Also selbst, also dieses ganz pragmatische Argument, was ich glaube auch nicht, dass in den USA diese super theoretische Diskussion stattfindet, mit den sektoralen Salden, sondern dass man sich da ganz praktisch überlegt, wir haben diese strategischen Bereiche, in die wir investieren wollen, und bisher haben wir die ganze Zeit Defizite gemacht, also erhöhen wir jetzt das Defizit ein bisschen. Also das ist eine ganz pragmatische Überlegung, aber zu dieser Überlegung sind amerikanische Politiker fähig, da sind chinesische Politiker zu fähig, da sind russische Politiker zu fähig, aber deutsche Politiker sind dazu nicht fähig. Seltsam, oder? Das Also, ist der Punkt. Wie da haben gesagt, wir der schon oft Amerikaner. drüber gesprochen. Irgendwas in der Richtung müssten wir doch auch tun, oder nicht? Na sicher, wir müssen all das tun. Wir können das auch so tun wie die Amerikaner. Ich habe auch gar nichts dagegen, wenn man bestimmte Industrien schützt, weil der Freihandel ist ja auch nur so eine Idee, die in vieler Hinsicht nicht so
funktioniert, wie sich die meisten Ökonomen das vorstellen. Aber da will ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Kommt übrigens bald ein Buch raus, wo das alles drinsteht, ein ganz dickes Buch, wo alles drinsteht. Da sind wir gespannt drauf. Das kann man alles machen. Nur man muss Geld dazu in die Hand nehmen. Es geht nicht ohne Geld. Zu glauben, man kann eine Wirtschaft anschieben, ohne Geld in die Hand zu nehmen, funktioniert nicht. Ist eine Illusion. Und diese Illusion steht bei uns dummerweise in der Verfassung. Ne? Und da muss sie raus. Das ist auch diese ganzen Vorschläge vom Sachverständigenrat. Das ist ein Angriff auf unsere Verfassung, dass da eine Regel drinsteht, die das Haushaltsrecht des Parlaments einschränkt und der Regierung verbietet, eine rationale Finanzpolitik zu machen, die Krisen, wenn nicht verhindert, so zumindest abmildert. Also das ist komplett irre. Eine Verfassung, die Regeln enthält, die gar nicht realistisch eingehalten werden können, da sie auf eine Zerstörung der Wirtschaft hinauslaufen. Eine solche Verfassung delegitimiert sich selbst. Eine Verfassung, die schon in sich drinnen trägt, dass das Faktische dem Juristischen vorausgeht, die delegitimiert sich selbst. So eine Regel muss schnellstmöglich aus der Verfassung gestrichen werden. Also das ist ja jetzt auch toll. So Liberale argumentieren, das steht in unserer Verfassung. Ja, das steht da drin, weil es 2009 von einer großen Koalition da reingeschrieben wurde. Und das ändert ja nichts daran, dass das eine dumme Regel ist. Also auch eine Verfassung kann sehr, sehr dumme Regeln enthalten. Und wenn diese Regeln in solch scharfen Kontrast zur Realität stehen, wie das gerade der Fall ist, dann rührt das echt an der Legitimität der Verfassung. Dann so ein bisschen hier rumfummeln, da ein bisschen Schuldenbremse, ist alles Quatsch. So ein Akt hat nichts in der Verfassung zu suchen. Das hat nichts mit der Verfassung zu tun. Das ist eine Frage, die von Jahr zu Jahr entschieden muss, wie viel Schulden macht der Staat und ist das langfristig das, was die Gesellschaft will oder nicht. Das sind alles Fragen, die man politisch entscheiden muss, aber die können nicht in der Verfassung stehen. Was hat die Verfassung damit zu tun? Die Verfassung hat uns Regeln zu geben für das Zusammenleben über 1000 Jahre. Ja, und weil gerade hat Flassbeck völlig recht, hatte ich ja gerade auch schon gesagt, weil es gerade im Chat gefragt wird, ja, für Verfassungsänderungen bräuchte man eine Zweidrittelmehrheit, aber die Schuldenbremse kann nicht lange mit einer einfachen Mehrheit aussetzen. Also da ist auch keine konkrete Bedingung genannt, wie man sie aussetzen könnte. Da ist nur von einem wirtschaftlichen Notstand die Rede. Den könnte jede Regierung immer ausrufen. Das ist völlig schwammige Formulierung. Also das ist auch ein Grund, warum so eine Regel nicht in die Verfassung gehört. Also einfach, weil so eine völlig schwammige Formulierung, wie man diese Regel aussetzen kann, ja eigentlich darauf hinausläuft, dass die Regel bedeutungslos ist. Also ein weiterer Grund, warum man sowas nicht in die Verfassung schreiben sollte. Wie gesagt, eine einfache Mehrheit, wenn morgen früh eine BSW-Regierung an die Macht kommen würde, könnte diese Regierung mit einer einfachen Mehrheit im Bundestag einen Federstrich diese Regelung für den Rest der Legislaturperiode aussetzen, ohne dass irgendwer was dagegen tun könnte. Also, ja, die Schuldenbremse, wie gesagt, Sondervermögen, dafür braucht man auch zwei Drittel Mehrheiten. Also das ist, wenn du die in die Verfassung schreiben willst, da kannst du gleich die Schuldenbremse abschaffen. Also das, ja, Schattenhaushalt, wie gesagt, wenn ihr ein Sondervermögen in die Verfassung schreiben wollt, dann braucht ihr auch eine Zweidrittelmehrheit. Was ihr wirklich mit einfacher Mehrheit im Bundestag machen könnt und was wahrscheinlich auch das Transparenteste und Ehrlichste ist, weil man so auf Schattenhaushalte verzichten könnte, wäre die Schuldenbremse auszusetzen. Das hat sich die Ampel nicht getraut, da man halt der FDP wieder ein Zugeständnis machen wollte und die FDP ihren Wählern zeigen wollte, seht her, wir halten die Schuldenbremse ein, deswegen packen wir alles jetzt in den Schattenhaushalt. Also ich weiß nicht, ob die FDP ihre Wähler wirklich für so blöd hält oder ob die sogar so blöd sind, dass sie sich davon verarschen lassen. Aber ja, das ist die aktuelle Taktik der Ampelkoalition. Man tut so, als hielte man sich an die Schuldenbremse, aber macht dann zig Schattenhaushalte. Der größte davon, das Bundeswehr-Sondervermögen, ist sogar in die Verfassung hineingeschrieben. Das heißt, da hat nicht mal das Bundesverfassungsgericht, kann da nicht mal reinreden und sagen, das dürft ihr nicht. Also das hat es ja bei diesem anderen Schattenhaushalt über den Klima- und Transformationsfonds gemacht, wo man illegalerweise Mittel übertragen hat, die man nicht hätte übertragen dürfen. Wie gesagt, es wäre wahrscheinlich einfach ehrlicher gewesen, die Schuldenbremse auszusetzen. Und das sollte auch eine BSW-Regierung, sollte sie denn mal in die Macht kommen, auf jeden Fall tun. Hoffentlich, aber nicht zu entscheiden darüber, was tue ich übermorgen mit dem öffentlichen Haushalt. Mhm. So, da haben wir natürlich schon oft drüber gesprochen, dass die weg muss. Aber können Sie schon auch verstehen, dass, sagen wir mal, viele im Lande deswegen natürlich auch der vielleicht neoliberalen volkswirtschaftlichen Idee folgen? Weil immer dann, wenn der Staat zu viel Geld hat, wie jetzt zum Beispiel, wenn er keine Schuldenbremse hätte, dass in der Politik das halt sehr oft für
sehr viel Nonsens ausgegeben wird und versickert in, keine Ahnung, Wahlgefälligkeiten und so weiter und so fort, anstatt in die Investitionen, die durchaus Sinn machen würden. Ich bin ja grundsätzlich, wie gesagt, auch dafür. Ja, das ist, Gott, das ist menschlich, das ist völlig normal. Auch aber es macht es ja nicht besser. Nein, aber wenn man jetzt in die USA guckt, wird man das auch finden. Ne? Wird man ganz viele, viele Maßnahmen finden, die in diesen Riesensummen, die der amerikanische Staat jetzt ausgibt, wo man sich fragen muss, muss das sein? Kann man das nicht anders hinkriegen? Ich bin auch dafür, dass wir es anders hinkriegen, aber dann muss ich völlig andere, ein völlig anderes Umfeld haben, in erster Linie ein anderes geldpolitisches Umfeld. Wenn die Zinsen extrem niedrig sind, wir haben das erlebt, 50er, 60er Jahre, da hat dazu könnte man auch noch Steuerreformen machen, also niedrige Einkommen entlasten, hohe Einkommen mehr belasten, dann könnte man ohne zusätzliche Schulden den Konsum anregen. Niedrige Einkommen haben eine höhere Konsumkraft, könnte man auch das Wirtschaftswachstum erhöhen und eine andere Lohnpolitik. Aber all das ginge ohne zusätzliche Schulden, aber all das ist ja sozialistisches Teufelszeug. Steuern für niedrige Einkommen senken, für höhere Löhne sorgen, das geht ja überhaupt nicht. Das ist ja seit der neoliberalen Wende in den 70er, 80er Jahren komplett tabu in den westlichen Industrieländern. Hatten wir das, da hatten wir extrem niedrige Zinsen, durch die USA übrigens. Durch die USA hatte die ganze Welt extrem niedrige Zinsen, steht auch in meinem neuen Buch. Und dann hat die ganze Welt funktioniert, weil wir hatten einen Wachstumsschub, die Leute haben hohe Einkommen gekriegt, die Löhne sind ordentlich gestiegen. Man kann eine solche Dynamik erzeugen, ne? Man kann eine solche Dynamik erzeugen, auch ohne den Staat. Ich bin nicht generell dafür, dass jetzt immer der Staat und nur, und das ist alles Quatsch. Aber wenn ich in einer Situation bin, wo ich jetzt nichts anderes habe, ne, wo ich auch die privaten Unternehmen nicht zum Jagen tragen kann, da muss einer dann trotzdem zum Jagen gehen, sonst verhungern wir, ne? Und auf Dauer jedenfalls. Natürlich geht es uns noch gut vom Niveau her, aber das Problem ist, die Entwicklung lässt sich nicht aufhalten, ne? Im Gegensatz zu dem, was manche glauben, man macht Nullwachstum für 100 Jahre oder 1000 Jahre. Es ist Unsinn. Es ist Entwicklung. Entwicklung heißt, es gibt immer wieder was Neues. Und auf dieses Neue müssen wir reagieren, indem wir uns anpassen. Wir können uns vernünftig anpassen oder unvernünftig, aber wir müssen diese Entwicklung mitmachen. Wir können nicht einfach stehen bleiben. Und das funktioniert unter gegenwärtigen Umständen nicht. Und das müsste man erkennen. Man müsste es wenigstens diskutieren. Wissen Sie, wenn man das wenigstens diskutieren würde, wäre ich ja zufrieden, ne? Aber es wird ja nicht diskutiert. Nee, überhaupt nicht, ne? Es gibt 1000 Talkshows, ich schaue ja nie eine an, aber ich weiß, was da geredet wird, deswegen schaue ich ja nie eine an. Aber in diesen 1000 Talkshows wird nur Unsinn geredet, weil es niemand gibt, der einmal die Diskussion ein bisschen öffnet, so wie wir das jetzt tun. Ne? Das gibt es einfach nicht, das wollen sie einfach nicht. Irgendwie wollen sie das nicht, keine Ahnung warum. Es ist halt so ein bisschen die Mehr, dass das alles in den Sozialismus führt. Ja, das ist ein völliger Blödsinn. Was ist denn mit dem Interview You Are From Mission Money los? Der ist ja, also, keine Ahnung, habe ich das früher so nicht mitgekriegt oder ist der jetzt viel differenzierter? Ich habe keine Ahnung. Also, dass Mission Money unterschiedliche Meinungen zu Gast hatte, das habe ich ja auch schon früher mitbekommen, aber die haben für mich so wie typische Liberale gewirkt immer, aber das ja, der macht sich ja über einige liberale Vorurteile jetzt hier im Interview selber lustig. Und auch die Fragen, die waren gar nicht so, die waren gar nicht so platt und naiv, wie ich sie sonst erwartet hätte. Also, es sei denn, ich habe nicht richtig zugehört, aber das sind ja alles Dinge, da musste Heiner Flassbeck ja gar nicht nochmal die Grundlagen erklären, sondern hat einfach nur immer die aktuellsten Entwicklungen rezipiert, weil man die schon als gegeben angenommen hat. Das ist interessant. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Mission Money mehr verfolgt als ich, ob ihr es auch so wahrnehmt oder ob das nur in dem Interview so ist. Dass, keine Ahnung, dass der Interviewer jetzt, also dass der Kanal sich politisch ein bisschen gewandelt hat. Oder war das schon immer so? War das schon immer so, dass er viele Punkte des Neoliberalismus eher kritisch gesehen hat? Das hat mit Sozialismus ja nichts zu tun. Das ist ja Blödsinn. Ja, das erzählen manche, denke ich, weiß. Ich habe ja mit so Libertären schon diskutiert und die glauben. Ich habe einer im Chat, das ist mir auch bei Mario Lochner aufgefallen. Stimmt, die hatten sogar mal, Mario Lochner hatte sogar Maurice Höfgen zu Gast und die haben sich gegenseitig ihre Vorurteile von Latz geknallt, sondern war ein ruhiges, differenziertes Interview. Also so, dass sich jeder, also hatten deutlich unterschiedliche Meinungen, aber es war
durchaus interessant. Wie gesagt, also schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr da eine Entwicklung nach wahrgenommen habt oder ob das schon immer so war und mir das früher einfach nicht aufgefallen ist. Das führt alles in Sozialismus. Das ist Blödsinn. Wenn Sie uns sagen, was wir machen können, vernünftigerweise in Sachen Makroökonomie, um die Unternehmen bombig zum Investieren zu bringen, bin ich sofort dabei. Machen wir das doch. Nur Sie wissen es nicht, ne? Nur wenn es nicht funktioniert und der Staat springt ein, weil es nicht funktioniert, springt er ja ein, nicht aus Jux und Dollerei, ne? Der Staat ist ja froh, wenn er nichts tun muss. Aber wenn es nun nicht anders geht, dann gehen sie auf die Barrikaden und sagen, hättet ihr nur die Privaten gelassen. Das ist ein Blödsinn, weil die Privaten haben es ja nicht hingekriegt. Ne? Wir hatten schon Zeiten, wie gesagt, wo das funktioniert hat, aber die waren in vieler Hinsicht völlig anders als das, was wir heute haben. Wie bringt man die Privaten denn wieder dazu zu investieren? Darüber haben wir auch schon oft diskutiert. Naja, ich habe vorhin schon angedeutet, man braucht erstmal extrem positive monetäre Bedingungen, das heißt die Zinswachstumsrelationen, also der Zins muss viel niedriger sein als das Wachstum. Die Erwartungen müssen so sein, dass ich wirklich einen Kredit aufnehmen kann und im Durchschnitt der Volkswirtschaft gut damit wegkomme, eine ordentliche Rendite einfahren kann. Das ist eine notwendige Voraussetzung. Und das andere ist, ich muss das, was erwirtschaftet wird, an Produktivität rauskommen, muss ich verteilen, muss ich den Menschen geben, ne? Weil die müssen es ja wiederholen und nachfragen, meine Produkte, ne? Das müssen auch die Unternehmer mal begreifen, die begreifen das leider nie. Also niedrige Zinsen und goldene Lohnregel. Das sind zwei Rezepte für langfristig nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Greifen Volkswirtschaft schon überhaupt nicht. Die müssen ja ihre Produkte kaufen, ne? Also müssen wir ihnen das Geld geben, damit sie diese Produkte kaufen können. Wenn man ihnen das Geld nicht gibt, und da kann man in diesen Aufsatz gucken, den ich gerade mit Friederike Spieker geschrieben habe, vorgestern ist er rausgekommen, am Sonntag, da muss man sich mal die Kurven anschauen, wie die Lohnentwicklung war in Europa in den 10 Jahren zwischen 2010 und 2020. Das ist eine absolute Katastrophe gewesen. Das war immer ganz nah 0, 1%. Ne? Wir hatten, ich glaube 1,0 in dem Schnitt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Irre. Ich hab's noch irgendwo. Erstaunlicherweise ist nur, das muss ich jetzt auch noch dazu sagen, von der EZB niemand damals auf die Barrikaden gegangen hat gesagt, die Löhne steigen nicht, die Löhne müssen mehr steigen, dann müssen wir nicht so blöde Nullzinsen machen. Hat keiner gesagt, jetzt hat die EZB die Löhne entdeckt, ne? Jetzt, oh, die Löhne könnten steigen. Damals haben sie alle geschlafen, ein Jahrzehnt lang haben sie geschlafen und jetzt werden sie plötzlich wach. Aber es ist falsch, ne? Wir hätten damals schon viel expansiver sein müssen. Man muss sich, wie gesagt, mal die 50er und 60er Jahre angucken. Das war nicht Ludwig Erhard, das waren die Lohnsteigerungen. Es gab massive Lohnsteigerungen, es gab eine super Zinswachstumsrelation und es gab Lohnsteigerungen, die dazu geführt haben, dass die Leute das Zeug gekauft haben. Und jetzt kommen die Grünen und die Linken und sagen, nein, aber das kaufen wollen wir ja nichts. Da kann ich nur sagen, da müssen wir umsteuern, aber das müssen wir in einem Entwicklungspfad, auf einem dynamischen Entwicklungspfad machen. Ne? Man kann ja, also wenn wir kein Wachstum wollen, dann müssen wir die Produktivitätszuwächse in Arbeitszeitreduktion ummünzen. Also dann können wir die Arbeitszeit reduzieren. Das wäre dann die andere Option. Ansonsten erzeugen Produktivitätssteigerungen bei stagnierendem Konsum Arbeitslosigkeit. Ziemlich einfache Rechnung. Wenn man das nicht will, dann muss man die Arbeitszeit reduzieren. Aber das wollen die Arbeitgeber ja auch nicht. Kann umsteuern, die Leute können anderes Zeug kaufen, aber irgendwas kaufen müssen sie. Wenn wir was produzieren, müssen sie was kaufen. Und dafür müssen wir ihnen Geld geben. Und das hat in Europa total gefehlt. Jetzt habe ich nochmal gleich abschließend dieser Tage, ich glaube letzte Woche war es so eine Schlagzeile gewesen, dass Lindner fordert jetzt eine Ära der Strukturreformen, so habe ich es mir aufgeschrieben. Da musste ich so ein bisschen vor mich hinschmunzeln, weil das klingt für mich schon wieder nach Oppositionsarbeit, weil als aktives Mitglied einer Regierung in Form des Ministeriums, das er da anführt, könnte er ja welche anschieben. Ja. Außerdem ist das wieder so schwierig mit den aktiven Strukturreformen. Ja, soll er mal sagen, was es genau ist. Da habe ich auch wieder Déjà-vu. Aber es klingt halt immer natürlich wahnsinnig toll. Da habe ich Déjà-vu-Erlebnisse zurück bis in die 70er Jahre, auch wieder wie bei der Entbürokratisierung. Das Wichtigste ist wahrscheinlich wieder die Entbürokratisierung. Ich meine, wenn Ihnen was eingefallen wäre, hätten Sie es ja in Ihren komischen Jahreswirtschaftsbericht hineinschreiben können.
Nur ich habe das Ding angeguckt, also lesen kann man das nicht, aber angucken kann man das. Und ist mir nichts Revolutionäres aufgefallen. Es gibt nichts, was irgendwie neu wäre oder interessant wäre, sondern es sind im Grunde die alten Kisten, haben sie aufgeschrieben, von letzten. Lambsdorff-Papier ist jetzt ganz groß wieder, ne? Lambsdorff-Papier ist schon ganz groß. Wieder ist sozusagen die Blaupause für die heutige Entwicklung. Ah, Blödsinn, ne? Also auch wieder absoluter Blödsinn. Ich habe übrigens, oh, das muss ich jetzt noch erzählen, noch schnell. Ich habe übrigens die erste Einleitung zu dem ersten Entwurf des Lambsdorff-Papiers geschrieben. Ach so, echt? Das glaubt man nicht, ne? Das darf ich jetzt erzählen. Ich glaube, jetzt sind 40 Jahre rum, darf ich das erzählen. Da war ich Beamter im Wirtschaftsministerium und mein Abteilungsleiter Tietmeier hat mich aufgefordert, doch mal ein grundlegend anderes Papier zu schreiben. Und dann habe ich eine Einleitung geschrieben und hat er gesagt, nee, das wäre es wohl nicht. Das überrascht mich jetzt überhaupt nicht. Nee. Herrlich. Hat wieder sehr großen Spaß gemacht. Lambsdorff-Papier, das könnte man an der Stelle noch erwähnen, das wurde von Otto Schlecht geschrieben, auch Mitarbeiter im Wirtschaftsministerium und Mitglied der Mont-Pelerin-Gesellschaft. Okay. Vielen Dank. Schade, wenn Sie den Flassbeck genommen hätten, dann hätte die ökonomische Entwicklung der Bundesrepublik vielleicht eine andere Richtung genommen. Ja, Interview, wie gesagt, finde ich gut. Wie gesagt, finde ich sowieso gut, dass Kanäle wie Mission Money oder Mario Lochner auch andere Stimmen zu Wort kommen lassen. Und ja, also ich hätte die politisch deutlich, also zumindest ihn hier politisch deutlich neoliberaler eingeschätzt, aber das Interview war wirklich eine positive Überraschung. Ich meine, sonst, ich kenne ja schon zig Interviews von Flassbeck, wo ihm einfach nur alle diese liberalen Thesen, Steuersenkungen sind gut, Staat ist schlecht, vor den Latz geknallt werden und dann so getan werden, als wären das Wahrheiten und dann wird dann noch versucht, das zu verteidigen und das wird von Flassbeck überhaupt nicht zugehört. Aber das hier war schon deutlich, ja, deutlich differenzierter, finde ich zumindest. Aber liegt auch daran, dass ich politisch eher zu Flassbecks Ansichten neige, das muss ich wohl dazu sagen. Also wird jemand, der liberal eingestellt ist, wahrscheinlich etwas anders sehen. In diesem Sinne war interessantes Interview. Bis zum nächsten Mal.